Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession Pray. Und das wird dieses Mal insofern eine besondere Session werden, als die ich jetzt nur eben eine Folge mache. Und dann kann ich mich auch von euch wieder verabschieden direkt. Der Grund ist, ja, sehr schön. Der Grund ist, ja, erstmal habe ich für morgen noch nichts, also für heute. Und ja, bei YouTube hat sich irgendwie die Uploadrate gerade verabschiedet. Also ich kriege nur 2500 Kilobit bis maximal 3000 hoch statt 10.000 momentan. An meiner Leitung liegt nichts. China Tiger hat das Problem auch. Das Let's Play Forum kennt das Problem. Das ist wohl schon seit gestern so. Und dementsprechend kann ja schon da sein, dass das irgendwie 4-5 Stunden dauert, diese Folge hochzuladen. Und dann nehme ich das lieber jetzt auf und gehe dann nachher mal raus und lasse den Rechner dann halt einfach ein paar Stunden. Boah, hier passiert ja gleich richtig viel. Morgen, aber ich muss dich leider einsperren. Was? Als ich deinen Zündschlüssel zerstört habe, wollte ich dich damit vor einem riesigen Fehler bewahren. Es ist zu spät, den Kopf in den Sand zu stecken. Du Ratte! Wir müssen das zu Ende bringen. In der Datenzentrale solltest du sicher sein. Wenn alles bereit ist, treffen wir uns in meinem Büro. Was heißt sicher? Ich hoffe, du glaubst mir. Ich bin wirklich auf deiner Seite. Ich hab du bist so einfach nicht du selbst. Ich habe mir vorher eine Aufnahme gemacht, als ich noch ich selbst war oder wie auch immer. Willkommen in der Datenzentrale. Hätte die Talos 1 ein Unterbewusstsein, wäre es hier. Suchen Sie nach der Zentralspeicherung. Dort haben Sie das Festplattenlaufwerk mit dem Plan des Zündschlüssels versteckt. Derweil versuche ich, einen Weg hinauszufinden. So richtig danach suchen muss ich ja nicht. Ja. Das ging mal geschmeidig. Achso, mein Cooldown hat gerade aufgehört. Sehr schön. So, ein Phantom. Das hätte ich auch gar nicht scannen wollen, brauchen. Wo ist denn hier noch ein Mimik? Wie der Schrank da oder was? Nee, irgendwas anderes. Egal, den werden wir gleich schon noch finden. Den Mimik, sonst rennt. Ist hier ein Geschützturm? Wo kommt der denn jetzt her? Oh, war uncool gerade, ne? Außerhalb der Psychoskop-Reichweite. Scan abgeschlossen. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Das ist uncool. Backup-Server befinden sich in Modulen, die bei einer katastrophalen Fehlfunktion ausgestoßen werden. Leute, dass das noch nicht der Fall ist, zeigt, wie sehr Alex sich der Realität verweigert. Das tut jetzt gerade ein bisschen weh. Alles klar. Meine Güte, der ist aber nervig da. Was haben wir denn? Thermalschild gegen Feuerschäden. Das bringt mir gerade nicht so viel. Der Rest ist drin. Autsch. Wo ist er denn hin? Wo ist er denn jetzt? Jetzt hängt er da oben rum. Hat er denn jetzt das abbekommen? Oh, brennt ein bisschen. Ja, okay, da fährt er runter. Alles klar. Ist hier noch mehr? Irgendwo war hier noch ein Geschütz.
Ich habe doch eben noch irgendwas gesehen hier. Mimik? Wo? Mimik 9 Meter. Okay, alles klar. Ah ja, schön. Hier ist noch mehr Mimics. Irgendwo. Geschützt defekt. Das kann es auch meinetwegen bleiben. Okay, jetzt gucken wir uns hier erstmal in Ruhe um. Ja, war doch ein bisschen mehr los, als wir dachten am Anfang. Ne? Whiteboard. So, durchgebrannte Platine. Sehr schön. Müllhammer ist nichts. Dateien. Baller sie weg. Gucken wir gleich mal. E-Mail. Die packen wir auch erstmal weg. So. Von Evian Zachary. Fies. Akande ist ein netter Kerl, aber wer kann es ihm schon verdenken, dass er aus der Korrektur raus will und einen echten Schreibtisch möchte statt einem aus Pappe. Er hockt da draußen allein und dreht Däumchen, der tut mir echt leid. Du solltest versuchen, netter zu ihm zu sein. Ich mag keine fiesen Leute. Schatzsuche. Achso, das ist die Kartenfragmentgeschichte. So, Dateien. Fabrikateplan für den Jäger im Bolzenwerfer. 3-2. Struktur des Schaums, das war nicht mehr. Doch, guck mal. Mal besorgen. Ich weiß nicht, ob das sich für dich jedes Mal ein bisschen verbessert. Würde ich komisch finden. Ein Operator anfordern. So ein für Schild noch. Nö. Oh, nee. Komm, wir haben hier. Nee, komm, wir müssen die auch mal benutzen hier. Die müssen wir auch wirklich mal benutzen. Da könnten wir. Wir kommen ja bestimmt raus auf die andere Weise. Könnte ich mir vorstellen. Kann man hier was mitnehmen? Nein. Könnte man die Taschenlampe mal aufladen? So, dann gucken wir uns hier mal um. Oh, das sieht ja interessant aus, da unten. Was sind denn das da alles? Alles Zystoiden, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Was? Data Force. Okay, da kommen wir noch nicht rein. Das... Gucken uns hier mal eben in Ruhe um und gucken mal nach, was wir irgendwo looten und mitnehmen können. Da hat ich mal seine Schuhe liegen lassen. Auch gut. Ah, nee. Ich dachte, das wäre so ein Ersatzteil, was ich aufnehmen könnte. Okay, hier ist auch irgendwo Strahlung. Das ist nicht ganz so geil. Wow, 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 wow. Kann man die denn, Nein, kann man nicht. Okay, da müssen wir wohl immer relativ fix vorbei. Warnung, Strahlenschäden entdeckt. Ärztliche Hilfe empfohlen. Alles klar, wie sieht denn das Antirad aus nochmal? Ich habe doch irgendwo Antirad. Antirads. Da haben wir keine passende Schlüsselkarte. Da kommen wir nicht rein. Hier kommen wir nicht rein. Wo sollte ich denn hin? Ich sollte doch eigentlich hier rein, oder bilde ich mir das ein? Hauptquest, entriegle die Türen. Ich habe den Fabricator-Plan für meinen Zündschlüssel, eine Zentralspeicherung, ich muss das Festplattenlaufwerk wieder, deshalb muss ich einen Weg nehmen, entriegle die Türen in der Datenzentrale. Hier ist ja nicht so richtig was mit umgucken gerade, wegen der fetten Strahlung. Es ist nicht so angenehm. Ich lass noch mal versuchen, ob wir Strahlenschäden entdeckt. Ärztliche Hilfe empfohlen. Ja, noch nicht. Operator nähert sich. Was? Echt? Wieso? Ich werde dann gerufen, ich nicht. Aber da können wir ran hier an den... Gibt es hier noch mehr von diesen schicken Werkzeugkästen? Die waren immer sehr praktisch.
Nee, schade, das Strahlendings, da können wir leider nicht zerstören. Da können wir was trinken. Und dann können wir hier mal runter gehen. Und irgendwie wieder raus oder woanders hin. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Was wackel ich denn hier so komisch auf den Kabeln rum? Hier geht's auch nicht weiter, dann müssen wir hier hoch. Was haben wir davon? Das hätte ich mir aber auch gänzlich sparen können gerade, ne? Sicherheitsraum. Okay, ich muss irgendwie nach oben. Das können wir noch mal versuchen, indem wir hier einfach mal hochgehen und versuchen, hier hochzugehen. Alles klar. Mal gucken, haben wir irgendwo Geschütztürme, die uns gefährlich werden können? Die sind alle ganz brav kaputt. Ja, was war das für ein Geräusch? Ich habe immer noch Strahlenschäden, ne? Dann nehmen wir nochmal Antirad. Das ist vielleicht... Obwohl, jetzt gerade kann es mir egal sein, ne? Eine Notiz. Hallo, laut Chief Show haben Sie sich großartig verhalten. Sie sind nicht mehr auf Bewährung. Ich bin beeindruckt. Wir besorgen Ihnen so schnell wie möglich Ihr Arbeitsterminal. Er hat wirklich einen aus Pappe bekommen, oder was? Notiz. Wer hat den Antrag auf Schrotpatronen genehmigt? Wir sind uns einig, dass hier irgendwas drin ist, aber machen Sie bitte die Ausrüstung nicht kaputt. Okay, Technik-Operator, Backbier, Schrotpatronen, sehr schön. Prüfliste, bei Chiefs ummelden, für Feuerwaffe unterschreiben, Anzeigen auf Manipulationen, alle Sicherheitsfenster, die Fenster putzen, ja, ist auch mal ganz wichtig. So. Nee, wir gucken mal eben kurz hier oben, was wir hier so machen können. Also daran wird ich sehr schnell geblitzdingst. Evie Song, kein Passwort gefunden. Evie, sag doch mal dein Passwort. Das wäre nett. Da haben wir auch noch nichts. Data Wards. Hebelkraft 2. Oh, das ging ja gut. Boah, die Geräusche sind so uncool gerade. Mimik, ne? Ein großer, glaube ich, ne? Oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das war ein großer Mimik. Meine Fresse. Okay, wir sind noch hier. Dann können wir ja mal eben außer der Gefahrenzone hier raus. Ich weiß, dass da vorne noch eine Leiche ist, die ich jetzt gerade noch nicht gelootet habe. Das soll mir aber echt relativ egal sein, muss ich sagen. Wir gucken uns das jetzt hier erstmal an. Gehen hier mal wieder rein. Okay, das war jetzt nicht ganz so cool. Wo ist da? Genau. So, dann... Naja, okay, gut. Oh, sag mal, was mache ich denn? Auf die Art und Weise kann man natürlich auch seine Munition loswerden. So, das wollen wir nochmal lesen. Das wollen wir nochmal lesen. Wir wollen die Schrotpatronen mitnehmen, wir wollen das Duckbier mitnehmen und wir wollen das Ding looten. Und gerade einen etwas loseren... Mittelfinger her. Ach,
Du Scheiße, wir haben einen Weber hier. Das ist aber nicht so geil, dass der da drin hängt. Scan abgeschlossen. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Wo ist er denn hin? Das kann ich aber vergessen, solange der mich da... Andrew, lass ihn nicht so gehen. Wow, okay. Meine Güte. Der baut nämlich Zystoiden und feuert die auf einen ab. Das ist nicht so richtig cool. Wo ist er denn jetzt hin? Und Furcht macht er auch anscheinend. Ich muss da aber irgendwie rein. Wir schleichen mal, vielleicht bringt uns das was. In erster Linie würde ich ja ganz gerne... Komm jetzt, hau da wieder ab da. Das kann wohl ein bisschen dauern. So, jetzt haben wir den wenigstens repariert. Ist er weg? Kann er nicht weg sein. Oh, woran ist der denn gestorben? Ist der Weber? Woran ist denn der Weber gestorben? Habe ich noch Neuromods? Ich habe noch 3 Neuromods. Worin könnte ich die mal investieren? So, was haben wir denn hier? Regeneration. Ja, bis sofort 10 Gesundheit. Das ist nicht so viel, ne? Telepathie, Psychoschock, Daten, Statistik, nee, Forschung. Was haben wir da? Ein Weber, ne? Zystoid. Was hat der denn so für Schwächen? Nullwellen. Ach, den hätten wir ja noch. Ein Psychoschock. Wisst ihr was? Wir speichern mal kurz. Alles klar. Das mit der Furcht ist durchaus unangenehm bei den Webern hier. Das macht er wohl immer. Ich habe da hier noch Bärchen oder sowas. So viel Munition habe ich auch nicht mehr. Na, so viel Alkohol kannst du ja gar nicht saufen, wie du hier Angst kriegst. Alles klar, so können wir aber mit leben. Die Pistole ist gar nicht so schlecht.
doch noch Neuromods für. Es ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir das so machen. Techniker, Laptech, nee, Sicherheit. Gegner brauchen. Das wäre natürlich interessant, ne? Aber es kostet natürlich gerade richtig Neuromods. Ich hippe mal lieber auf. Oh, das sind ja noch welche. Naja, später mal drüben. Ich gebe zu, ich brauche hier gerade ein bisschen länger als ich will. Aber es erscheint mir so, dass die Pistole hier am sinnvollsten ist, um den zu killen. Mit dran schleichen halt. Der ist nur zu weit weg. So eine Reichweite hat die Knarre ja nicht. Der müsste mal wieder näher kommen hier, der junge Herr. Haben wir nicht noch eine schöne... Können wir die nicht mal ab anlocken oder sowas? Nee, der angelockt wird er nicht. Der verharrt da hinten jetzt so blöd. Ich habe ja so ein Glück, dass die hier immer an den Fensterscheiben hängen bleiben. Na kommt her. Na komm. Na kommt. Die geben mir auch kein Loot oder so. Es ist überhaupt nichts Praktisches, was die für mich bringen hier. Wow, er ist jetzt aber leicht angepisst, ne? Der lebt ja immer noch. Au, 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 au. Okay, das Problem wäre jetzt erledigt. Das habe ich jetzt echt länger für gebraucht. Keine Ahnung. Falls jemand von euch coole Tipps hat, wie man mit dem... besser umgehen kann, ich wäre hier ein dankbarer Abnehmer. Hat der Weber nichts übrig gelassen? Doch, Typhoon-Plasma. Ja, okay. Hier wäre auch noch Feuer drin gewesen, was man hätte versuchen können zu aktivieren. Aber fand ich jetzt gerade nicht so einfach, muss ich sagen, an der Stelle. Er war durchaus unangenehmer. Ich bin da mal in einem Tunnel entgegengekommen, in so einem Gatztunnel. Das war nicht so das Problem. Da hatte ich eher das Gefühl, dass der vor mir abhaut, der Weber. Ich habe eine Tür verschlossen. Frachttragen. Da hatte ich eher das Gefühl, dass der vor mir abhaut. Aber, naja. Gut, er konnte jetzt ja nirgendwo hin, ne? Und wenn du dann in die Ecke getrieben bist, dann... Kann ich hier irgendwas Interessantes machen? Also nehmen wir das mit. Das Metall hätte ich ganz gerne. Das verwenden wir mal. Wir verwenden auch noch mal ein Medikit. Ach, das hätte ich nicht tun sollen. Ich Nase. Das hätte ich mal nicht machen sollen. Gut, die Schrotflinte läuft uns ja nicht weg. Wir kommen ja bestimmt noch öfter durch. Oh, das nehmen wir auf jeden Fall mit, den Neuromod.
Wozu bin ich denn jetzt hier rein? Hier muss doch irgendetwas sein, was ich gerade nicht sehe. Sonst wäre dieser Raum ja total nutzlos. Entriegelte Türen. Auf Karte ansehen. Wir sind hier, ne? Was haben wir denn? Eine Sicherheitsstation und ein Operator Dispenser. Wo soll denn hier ein Operator Dispenser sein? Was ist denn damit? Kann ich das einschlagen? Nee, kann ich nicht. Bin ich überhaupt da oben? Nee, bin ich gar nicht. Ich bin hier. Wir gucken uns mal oben um. Ja gut, vielleicht haben sie den ja auch nur so eingebaut. Wir können ja hier noch weiter. Das machen wir mal. Ein Thermalphantom. Scan abgeschlossen. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Das Thermalphantom wird doch wahrscheinlich immun gegen Feuer sein. Würde ich einfach mal von ausgehen. Das wäre ja sonst komisch, wenn es das nicht wäre. Thermalphantom. Ja. Okay. Gut, dann würde ich sagen, das hat er mir übel genommen, irgendwie. Wo zum Geier ist es denn hin? Wow, da vorne ist er. So eine Natter, ey. Okay, der macht das durch die Wände. Kann ich das sogar machen? Ist ja gut zu wissen. Ich habe das Zeug ja auch. Will ich mir jetzt was anderes mal skillen hier? Mit den... Ja, Moment. Ich könnte bei den Neuromods ja... Einfach weil die so gut laufen, die kinetische Explosion. Aber davor würde ich gerne speichern. Jetzt kann er eben ein Problem. Ist der weg? Tatsache, dann hat er doch nicht so viel ausgehalten. Dann haben wir die Skillungsfrage, können wir uns dann ja schenken. Irgendwo ist hier Mimik. Wo ist er denn? Ach, da hinten. Alles klar. So, jetzt müsste hier hoffentlich ja safe sein. Denke ich mir mal. Oh, safe. Ja, hier ist safe. Das ist Recyclerladung. Durchgebrannte Platine können wir nehmen. Und wir können hier... Guck mal, das Feuer hat auch schon aufgehört. Also, wir packen das da erstmal rein. Schmeißen den ganzen Schrott weg. Nanu, eigentlich müsste doch das Tracking-Armband jetzt... Sollte doch mittlerweile... Nach dem letzten Patch, der jetzt kam, müsste das eigentlich automatisch mit, weil das soll wohl nur Schrott sein, das Tracking-Armband. Keine Ahnung. Berücksichtigt der bei mir jetzt gerade gar nicht so. Okay, weh, hier ist Respawn, dann hier mal stinkig. Die Schrotflinte entsorgen wir auch nochmal. Also von den Räumlichkeiten her bin ich ja nicht weit gekommen jetzt, hier in der Folge. Nicht wirklich. Jäger und Bolzenwerfer, den Charakterbogen können wir uns auch nochmal angucken. Dann haben wir hier noch
Was haben wir denn hier noch? Nochmal zwei Neuromods. Das gucken wir uns. Asteroidenfragment. Ein Sicherheitsschlüssel. Sehr gut. Für. Hat er uns nicht gesagt. Grüner Tee. Mal gucken, ob hier noch irgendwas anderes rumliegt. Ein Steuerpanel. Das ist aber, scheint ja irgendwie heile zu sein. Ah ja. Oh. Was auch immer ich hier damit. Aber das nehmen wir natürlich sehr gerne mit. Da liegt auch noch eine Kugel. Ach ne, tut es nicht. Im Müllhammer war noch was drin. Okay. Nochmal den Müll weg und. So. Das lohnt sich doch. Dann können wir uns ja noch ein paar Sachen herstellen. Ich würde trotzdem ganz gerne nochmal Schrotplatronen einmal herstellen. Und die 9mm Munition würde ich auch ganz gerne herstellen, aber vielleicht ein bisschen mehr. Die Knarre ist ganz praktisch, muss ich sagen. So, okay, wie viel Schuss haben wir denn jetzt hier? 25 für die Schrotflinte. Ja, machen wir nochmal. Müssen wir halt Metalle öfter mal aufsammeln. So, alles klar. Und dann würde ich mich jetzt aber trotzdem für heute verabschieden. In den PC gucken wir dann in der nächsten Folge. Bin gespannt, was da zu holen ist. Ich werde jetzt ja für heute selber Feierabend machen. Und schon mal den Upload starten, weil YouTube ja da irgendwie momentan geht gar nicht irgendwie. Und ich möchte aber schon ganz gerne, dass die Folge, also heute für euch dann da ist. Na gut, da können wir nichts machen. Wir haben mal 3 E-Mails und 2 Dateien. Ladungspläne. Oh, die können wir mal eben übertragen. Und Schatzkarte. Blindra Shadow Corner. Okay, cool. LB. Untersuche Melindas Karte. Habe ich doch eigentlich getan, aber auch nicht so richtig. Gut, die E-Mails lesen wir dann nächstes Mal und dann verabschiede ich mich. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.